eure Muskeln mal ordentlich durchmassieren. Servus Leute, was geht eigentlich ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Und heute wird es ein 7 Minuten Fettverbrennungs Morning Workout geben. Und ja Leute, wie komme ich auf die Idee? Viele von euch sind zu Hause, wissen nicht, wie sie weiter trainieren sollen. Deswegen zeige ich euch heute das Morning Workout, was ich auch schon lange ab und zu mal betreibe, um einfach perfekt in den Tag zu starten mit voller Energie und dabei auch noch krass viel Fett zu verbrennen. Wir verbrennen mit diesem Workout in der Theorie 24 Stunden nach diesem Workout immer noch Kalorien bzw. Fett. Wie das Ganze funktioniert, da habe ich mal ein explizites Video dazu gemacht. Kann ich euch mal unten verlinken. Heute geht es aber rein ums Training und deswegen würde ich sagen, reden wir gar nicht so viel drum rum. Wir starten direkt. Wenn euch das ganze Video gefällt, dann lasst mir auf jeden Fall jetzt mal eine positive Bewertung da. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ein Abo da. Dieses Video wird gesponsert von TQ Stone. Und zwar waren die so nett und haben mir eine Massagepistole zugeschickt. Und ich wollte, ohne Witz, ich wollte schon lange so ein Ding mir mal zulegen, wusste aber nie, auf welches ich zurückgreifen sollte. Und da kam mir das gerade recht, das ganze Ding mal auszuprobieren. Ich durfte das Ding jetzt schon 48 Stunden testen und ich habe mich wirklich in dieses Ding verliebt. Es ist einfach richtig nice. Der Link zu dem Produkt findet ihr unten in der Videobeschreibung und es gibt natürlich auch einen Rabattcode, mit dem ihr 20 Euro sparen könnt. Den findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und Leute, wir werden jetzt erst das Workout durchführen und danach dieses Ding mit euch testen, beziehungsweise ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier sogar ein LCD-Display, um die Geschwindigkeit einzustellen, um den Akkustand zu prüfen. Dann können wir das Ganze hier unten anschalten, hier nochmal draufdrücken und das Ganze beginnt schon zu vibrieren und ihr könnt eure Muskeln massieren. Leute, dadurch habt ihr eine bessere Regeneration. Zur Entspannung ist das Ganze auch richtig geil. Ihr könnt euch einfach mal richtig, richtig gönnen. Wenn ihr mal genug von diesem Aufsatz habt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auswechseln mit 4 variablen Aufsätzen. Wir haben hier noch einen, gut, ich bin jetzt kein Physiotherapeut, aber ich denke, ihr könnt das Ganze auch nachlesen, für was die einzelnen Aufsätze dann gut sind. Den haben wir noch und zu guter Letzt, um den Punkt zu fixieren, haben wir noch diesen Aufsatz. So Leute, und dann würde ich sagen, können wir direkt mit dem 7 Minuten Fettverbrennungs Morning Workout starten. Das Ganze kommt vom Chris Harrier, aber Leute, ich mache das wirklich schon ewig und ich würde euch auch nicht irgendeinen Morning Workout zeigen, wenn ich das davor auch noch nicht getestet hätte und selber absolut davon überzeugt bin, wie geil dieses Workout ist. Und ich würde sagen, let's go. So Leute, das ganze Workout ist zeitbasierend, deswegen braucht ihr eine Stoppuhr und eine Übung dauert immer 45 Sekunden und danach tut ihr quasi 15 Sekunden Pause machen. Da es ein Fat-Burning-Workout ist, ist es wichtig, die Intensität hochzuhalten und immer einen richtig hohen Puls zu haben. Deswegen müsst ihr genau euer Level finden von der Schnelligkeit, damit ihr am meisten Erfolge erzielt mit diesem Workout. Und Leute, das war's. Am Anfang ist es wichtig, euch wirklich warm zu machen. Warm könnt ihr euch machen mit Hampelmännern oder mit Fahrradfahren. Ich bin jetzt hier mit dem Fahrrad hergefahren. So Leute, wenn ihr dann warm seid, könnt ihr euch direkt dran machen an das Workout. Zum Handgelenkschutz habe ich hier die Handgelenkschützer von Process. Process ist mein Sponsor, ihr könnt 10% mit dem Code Jim Daniels sparen. Die Produkte sind unten verlinkt. Aber Leute, das wisst ihr ja bereits, dass der Code Jim Daniels regelt. Let's go.
Thank you.
Ich habe gemerkt, dass ich aggressivst im Arsch bin. Und es ist echt absolut anstrengend. Ich habe es wahrscheinlich gemerkt, dass nach einer Zeit halt einfach die Ausführung nicht mehr so gut wird und die Intensität schlechter wird. Aber das knallt auf jeden Fall ordentlich rein. Ohne Witz. Leute, der Workout ist also durch und jetzt könnt ihr ganz entspannt die Massagepistole nehmen, euch eine Geschwindigkeit hier einstellen auf dem LCD-Touch-Display und eure Muskeln mal ordentlich durchmassieren. Es fühlt sich einfach nur richtig, richtig gut an. Und die Wirkung ist auch echt gut. Ich habe es ja jetzt 48 Stunden lang getestet, beziehungsweise 2 Tage lang getestet. Und das Ding knallt auf jeden Fall ordentlich rein. Natürlich braucht ihr ein bisschen Übung, bis ihr die Punkte gefunden habt, die dann auch wirklich was bringen. Oder ihr guckt euch einfach nochmal Tutorials auf YouTube an. So Leute, damit ist dieses Video auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen motivieren, mehr Sport zu machen und ein bisschen aktiver zu werden. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar mehr Tipps mit auf den Weg geben. Und damit ist dieses Video auch schon wieder zu Ende. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall jetzt mal eine positive Bewertung da, wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt. Lasst ein Abo da, haut rein und tschüss.